Ja, oder weniger. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Diesmal mit zwei Gastkommentatoren. Genau. Stellt euch mal vor. Ja, Schmacki LP. Und der Life Force. Hallo zusammen. Da-dum. Ich erinnere mich an das Gebäude. Ich glaube, ich habe den Part gesehen. Da Komm hast schon. du die Warp Zone, glaube ich, gejagt. Jo. Die Warp Zone habe ich ja jetzt geschafft. Innerhalb von zwei Parts. Oh Mann. Ey, das war echt eine krasse Warp Zone. Oh, come on. Könntest du mal bitte den Schlüssel treffen? So. Danke. Geht doch, Meat Boy. So, was ist jetzt? Ach. Ja. So. Hep. Das war doof. Nee. Ich will die Schlüssel nicht verlieren. Ich will einen A-Plus haben. Nein, mein Schlüssel. A-Plus heißt wahrscheinlich in einer gewissen Zeit durchkommen. Ja. Nein, wieder verfehlt. Dum, dum, dum. Okay. Weil. Ah, spring doch! Meine Fresse. Mietbeutel, Vollidiot. Oh, sag mal, was ist denn gerade los? Hallo, würdest du bitte mal richtig springen, so wie ich drücke? So, springen. Ja, gut, danke. So. Direkt. Kannst mich mal. Wow. Das war klar. Es wäre eh kein A-Plus bestimmt mehr geworden. Viel zu viel Zeit vertrödelt. Muss echt jeder Sprung sitzen. Dann geht. Ich glaube, ich habe die Leistung der Skype übertragen unterschätzt. Hatte nicht gerade das Gefühl, dass ich ein paar Frame-Einbrüche habe. Naja, was ist das? Ein Port wird schon gehen, so. Naja, gut, okay. Oh, du sollst springen. Ich habe das Gefühl, er springt nicht, weil. Hallo? Er springt nicht! Warum? Oh, das ist bestimmt kein A-Plus mehr. Würdest du bitte? Natürlich war es kein A-Plus. Ah, ich habe Frame-Tops. Schade, das solltest du vielleicht doch ohne Skype übertragen machen. Ah, dann seht ihr nichts mehr. Stimmt. Aber mit kann ich leider nicht vernünftig spielen, weil er nicht vernünftig springen will. Ich habe die Taste sowas von gedrückt. So. Jetzt sag mir bitte, dass du springst. Danke. Und jetzt geh bitte da rein. Ja, geht doch. Das kann doch nicht stimmen hier. Doch, bestimmt. Nee, dich meine ich jetzt gerade nicht immer so. Ja, das sagt jetzt jeder. Das sagen sie alle, dass sie mich nicht meinten. Wow. Ernsthaft, die eine Stelle, an der ich verkacken kann.
So. Wow. Wow. Hallo, hörst du mal auf mich zu trollen? Und jetzt? Achso, das ist ein Schlüssel, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, was hältst du denn bisher vom Spiel? Das Spiel macht Spaß. Aber ich glaube, ich mache die Übertragung jetzt doch aus, einfach bloß, weil es mir zu sehr leckt. Tut mir leid. Kein Problem. So. Mit kommentieren könnt ihr ja trotzdem noch, auch wenn jetzt nicht mehr viel zu sagen ist in der Folge. Also jedenfalls nicht mehr viel zum Spiel. oh, ich lebe ja noch. Ich dachte, ich dachte, ich war jetzt gerade fest davon überzeugt, dass ich tot bin. Ich hab's irgendwann mal angezockt, aber mir war das zu hart. Ich hab's mal als Let's Short Life gemacht. Das weiß ich noch. Fandest du es, Force? An sich muss ich sagen, sehr gut. Aber ich muss aber auch dazu sagen, wie du ja schon eben sagtest, Schmacki, das Spiel ist verdammt schwer. Vor allem, wenn man das auf 100% haben will. Ich weiß, wovon ich rede. Okay, wenn du meinst. Es ist schwer. Für dich vielleicht nicht so, aber für manche ist es schon wirklich eine harte Nuss. Wow. Ich weiß, ich habe mal so ein Video gesehen, wo die schwersten Spiele überhaupt aufgezählt wurden. Es hat zwar keine Ahnung, das Video, weil es war kein einziges I Wanna Be The Guy Spiel drin. Und eigentlich müsste die Liste voll auf I Wanna Be The Guy Spiele sein. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Nope. Ich will diesen Schlüssel kriegen, ohne dass ich hier jeden Typen weglocken muss. Oh. Wow. Wow, das war so gut und dann verkacke ich es wegen dem dummer Scheiße. Wie kommt man denn da rüber? Aber wahrscheinlich so. Ja, ein kleiner Fehler kann manchmal einen guten Run versorgen. Ja, eine falsche Bewegung und du bist des Todes. Ja, des Todes.
Das kann man sogar wörtlich nehmen. Sorry. Ah, brauchst du doch nicht entschuldigen. Der Fleischjunge. Der besondere Fleischjunge, bitte. Der ist Super Meat Boy, nicht einfach nur Meat Boy. War der nicht in der Basic Collection das erste Mal zu sehen? Ja. Als normaler Meat Boy? Also aus irgendeinem Grund funktioniert das Spiel nicht vernünftig. Das hat nichts mit dem Skype-Übertragen zu tun gehabt. Die hat war nur für die Lags zuständig, aber die Sprünge macht er trotzdem nicht. Springen. Jetzt reicht's mir. Switch Character. So. Kid. Na endlich habe ich die Synchronität wieder hier. Halleluja. Meine Fresse, das hat gedauert. So. Was? Keiner plus? Fail. Wie zur Hölle ging das? Zu langsam wahrscheinlich. Ja, aber ich war schneller, als ich es mit Beatboy meiner Meinung nach schaffen kann. Naja, müssen wir mal gucken. Mache ich es halt später mit Beatboy auf die andere Weise. Ich schaff das. Ich hab's gerade eben auch geschafft. Oh, wie gemein. Aber bald habe ich jede Säge hier mit Blut bespritzt. Dann sieht man wenigstens das, dann sind die wenigstens schön in Farbe. Ach ja, bei dem Spiel bekommt immer wieder das Wort, der Spruch lacht in die Kreissäge eine ganz neue Bedeutung. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich der Entwickler echt gedacht hat, der Spruch ist eigentlich ziemlich cool. Und dann hat er dieses Spiel gemacht. Oder er ist immer in den Kreissägen in Super Mario World gestorben. Interessant, dass es dann bleibt, das Blut. Wow, das hat für A-Plus gereicht? Wie? Um alles in der Welt hat das für A-Plus gereicht. Thank you.
springst du nicht vernünftig? Ich glaube, ich darf das wirklich spiel wirklich nur nach einem Neustart spielen, damit es vernünftig funktioniert. Hm. Er springt wieder nicht ab. Ich habe die Taste zweimal gedrückt. Oder das ist ein Pflaster. Vielleicht so eine Art Sprungverzögerung. Nee, er springt halt gar nicht. Das ist ja nicht nur einfach eine Verzögerung. Wenn ich die Taste zweimal drücke, und er trotzdem nicht reagiert. Das ist blöd. Gerade in so einem Spiel. Hm. Oh Mann, ich hätte die Plattform gerade so verfehlt. Scheiße. Spring doch. Das wird keine lange Aufnahme, ich merk's schon. Ja, so zickig wie heute ist. Heute wollen die Spieler alle nicht. Divinity will nicht. Meat Boy will nicht. Nicht mehr vernünftig sterben kannst du. Alter! Es ist unglaublich, wie der Sprung einfach nicht mehr funktionieren will. Es lief. Ja, in der Kid-Warp sind wir besser. Wow. Es hat gereicht, okay. Mehr will ich nicht wissen. No. Vor allem, warum muss ausgerechnet Rapture jetzt so eine Probleme machen? Schon neun Charaktere ausprobiert? Ja. Ein paar habe ich schon ausprobiert. Sind das geschickt, Force? Okay, ich guck mal eben nach. Ich hab schon gesehen, das Video. Ich setz privat dazu noch was sagen, wenn die Aufnahme fertig ist. Je nachdem, wie lange Ozu macht. Nicht mehr lange. Da sich ja anscheinend Super Meat Boy ziemlich anstellt. Hm. Das Gute an der Sache ist immerhin, ich bin nicht der Einzige, der bei Super Meat Boy Probleme hatte. Just saying. Ich beende jetzt an dieser Stelle erstmal. Okay, bis zum nächsten Mal und tschüss.